Herzlich willkommen bei Chemistry zu einem weiteren Video, Thema neuer Kernlehrplan 2022. Auch hier wieder der Hinweis, es geht nur um den Kernlehrplan für das Bundesland Nordrhein-Westfalen, wo wir arbeiten und wo wir uns auskennen. Und auch der Hinweis, wir haben einiges an Links für euch zusammengestellt in der Videobeschreibung. Auch da übernehmen wir keine Verantwortung, wo die hinführen, obwohl wir sie sehr sorgfältig herausgesucht haben. Das Video ist vielleicht für euch interessant, wenn ihr jetzt in der Einführungsphase seid und überlegt, was möchte ich wählen, mache ich Chemie weiter, was kommt da auf mich zu und dann vielleicht sogar die Frage, möchte ich Leistungskurs wählen? Das heißt, wir werden uns jetzt im Folgenden mal anschauen, was heißt das eigentlich in den inhaltlichen Schwerpunkten in Leistungskurs versus Grundkurs, was ist im Leistungskurs mehr und dann vor allen Dingen auch, was ist neu in beiden Kursarten im Kernlehrplan 2022, dass ihr so ein bisschen eine Ahnung habt, was da auf euch zukommt. Wir erinnern uns, wir haben vier Inhaltsfelder, das einmal säurenbasenanalytische Verfahren, elektrochemische Prozesse, moderne Werkstoffe und Reaktionswege in der organischen Chemie. Wenn wir jetzt zum allerersten Mal uns das mit der Säure-Base-Chemie gegenüberstellen, sehen wir da, so das ist jetzt eine Menge Text, und wenn wir da ganz genau schauen, sehen wir, dass wir im LK neben diesem ganzen Kram, was da steht, Protolyse-Reaktion, Säure-Base-Konzept, bla bla bla, noch Puffersysteme haben. Das ist schon ordentlich, ja. Puffersysteme ist viel Rechnen, da muss man sich gut mit Stöchiometrie auskennen, vielleicht nicht ganz ohne, und Löslichkeitsgleichgewichte. Dann, das nächste ist komplett neu, analytische Verfahren, Nachweisreaktionen, Fällungsreaktionen, Farbreaktionen, Gasentwicklung, Nachweise von Ionen, Säure-Base-Titrationen mit Umschlagspunkt im Grundkurs, Säure-Base-Titrationen von starken Säuren und starken Basen mit Umschlagspunkt im Leistungskurs, potentiometrische pH-Wertmessung. Heißt quasi, das eine ist komplett neu, Nachweisreaktion, das hat man schon im anderen Video kurz angeschnitten. Was jetzt hier Unterschied ist, Leistungskurs, Grundkurs. Der Grundkurs macht quasi nur Titration, starke Säuren, starke Basen. Auch nicht mit Puff, mit Kurve, wie es hier ausschaut. Im Leistungskurs schon, ne? Mit Titrationskurve und potentiometrische pH-Wertmessung, heißt mit einer Messelektrode. Ist jetzt auch nicht so schwer. Das nächste ist, und das hatte ich auch im letzten Video schon angesprochen, Thermodynamik ist ganz neu mit drin. Hier jetzt mal aufgedröselt. Wir haben energetische Aspekte, erster Hauptsatz der Thermoneutralisationsenthalpie. Leistungskurs macht zusätzlich noch Lösungsenthalpie. Und dann haben wir für beide Kursarten Kalorimetrie, also quasi wie viel Energie steckt in dem Lebensmittel sozusagen, ja, Kalorienzahl. Und dann im Leistungskurs Entropie, neben der Enthalpie auch noch. Ist theoretisch, muss ich ehrlich zugeben. Ich weiß auch noch nicht genau, was wir da an Versuchen machen können. Habe ich mich ehrlich gesagt auch noch nicht so früh mit befasst. Bin jetzt aber gerade dabei, den neuen Lehrplan für uns, den schulinternen Lehrplan, zu schreiben. Wir gucken mal, wo wir da hingehen. Ja, und dann für beide Kursarten Ionengitter-Ionenbildung. Das ist nicht neu, das war auch schon 2014 drin. Gucken wir uns mal das nächste Inhaltsfeld an, elektrochemische Prozesse. Heißt jetzt hier auch und Energetik. Ja, da haben wir schon drin, ganz neue Thermodynamik. Und da sehen wir auch hier energetische Aspekte, erster und zweiter Hauptsatz der Thermodynamik im Leistungskurs, im Grundkurs nur erster Hauptsatz der Thermodynamik. Und dann für beide Kursarten Standard Reaktionsenthalpien, Satz von Hess. Und für den Leistungskurs noch, wie gesagt, zweiter Hauptsatz und freie Enthalpie, ja, und Gibbs-Helmholtz-Gleichung. Für beide Kursarten heterogene Katalyse. Auch das ein Block, der komplett neu ist. Ja, hat es gar nicht in 2014 gegeben. Ja, ne? Gucken wir mal. Und ihr seht auch als kleines Bonus für den Leistungskurs Elektrolyse, Faraday-Gesetze, Zersetzungsspannung, Überspannung. Das ist eins unserer meistgeguckten Videos. Ja, Überspannung ist nicht ganz so ohne. Und Redox-Titration. Das ist jetzt gar nicht mal so neu. Das gab es schon mal. War sogar mal 2012 oder so im Abi. Manganometrie. Da haben wir auf jeden Fall drei Videos zu. Manganometrie, Bromatometrie, Jodometrie. Könnt ihr euch mal richtig schön versorgen. Thema Redox-Titration. Ja, der Rest ist nicht neu. Das hatten wir auch 2014 schon. Vielleicht auch hier wieder ganz kurz zusammengefasst. Thermodyn. Ja, das ist hier das Neue. Und dann halt einfach im Leistungskurs noch mehr. Ja, wir haben auch hier Enthalpie und Entropie aus der Analytik. Das Thema davor,
was der Leistungskurs mehr macht und die Gibbs-Helmholtz-Gleichung, ja, und den zweiten Hauptsatz der Thermodynamik. Also ordentlich was zu tun im Leistungskurs, sollte man sich gut überlegen und vielleicht vorher mal informieren, bevor man es wählt. Ansonsten bringen wir euch das bei, das ist alles kein Geheimnis. Wir gehen mal in die organische Chemie und gucken uns das Thema Reaktionswege in der organischen Chemie an. Da hatten wir es schon angesprochen, ja, ihr seht das ganz unten, was im Grundkurs nicht steht, Farbstoffe, Einteilung, Struktur, Eigenschaften und Verwendung, ist nur noch Leistungskurs. War mal Grundkurs, jetzt nur noch Leistungskurs. Ansonsten, wenn wir ein bisschen davor gucken, wir sehen Struktur und Reaktivität des aromatischen Systems ist nur noch Leistungskurs. Das ergibt Sinn, das hängt nämlich sehr hart mit den Farbstoffen zusammen. Ja, Azokupplung, Herstellung von Azofarbstoffen ist eine elektrophil-aromatische Substitutionsreaktion. Wenn man da keine Ahnung von Aromaten hat, dann kann man das auch sein lassen. Und ihr seht weiterhin, dass im Leistungskurs noch Mesomerie und Chiralität eine Rolle spielt. Mesomerie, auch das wieder, gehört zum Komplex Aromatenchemie, Farbstoffe, Chiralität, auch da haben wir ein Video zu, ja, Moleküle, die sich wie Bild-Spiegelbild, also Hände, verhalten. Ja. Ist eigentlich ein ganz schönes Thema. Und auch das Reaktionsmechanismen, Leistungskurs wie Grundkurs, radikalische Substitution, elektrophile Addition, okay. Und dann macht der Leistungskurs noch nukleophile Substitution, erster und zweiter Ordnung, elektrophile Erstsubstitution, Kondensationsreaktion, Ester-Synthese. Jo. Gebe ich zu, finde ich hier ist Leistungskurs fast noch schöner als Grundkurs. Bei den Analytikmethoden und der Elektrochemie bin ich mir noch nicht so sicher mit der ganzen Thermodynamik. Aber hier muss ich auf jeden Fall sagen, großes Plus für den Leistungskurs. Wir machen Farbstoffe, ja, und noch viel mehr Reaktionsmechanismen. Und hier neu die Fette. Hatten wir auch im letzten Video schon angesprochen. Grundkurs wie Leistungskurs. Jetzt ganz explizit Thema Naturstoffe, Fette. Ja. Gucken wir mal ins letzte Inhaltsfeld, moderne Werkstoffe. Da ist jetzt nicht so wirklich was neu, was den Kernlehrplan 2022 angeht. Das ist eigentlich fast alles beim Alten geblieben. Das heißt, wir gucken jetzt nur mal, was ist jetzt hier Leistungskurs plus, was der Grundkurs nicht hat. Und dann sehen wir hier, wir haben den Mechanismus der radikalischen Polymerisation. Ja? Während ihr im Grundkurs nur macht Kunststoffsynthese, Verknüpfung von Monomeren zu Makromolekülen. Weil mit Bällchen das dann gemacht wird, aber auf jeden Fall im Leistungskurs guckt ihr euch den Mechanismus explizit an, wie das funktioniert. Auch nicht so schwer. Ihr habt dann weiterhin Werkstoffkreisläufe drin, technische Syntheseverfahren und auch das hatten wir im letzten Video angesprochen, Nanochemie. Nur noch Leistungskurs, früher Einführungsphase für alle, jetzt Leistungskurs, Werkstoffchemie, Nanochemie, Nanostrukturen, Oberflächeneigenschaften. Kann man, schönes Thema, ja, ist aber, gibt es einiges zu, gucken wir mal. Ja, das so das, was euch erwartet, Leistungskurs versus Grundkurs, ja, zusammengefasst, bei beiden Kursarten Thermodynamik neu, Fette neu, Farbstoffe nur noch im Leistungskurs. Leistungskurs seht ihr, mehr rechnen vielleicht, könnte man es zusammenfassen. In allen Bereichen nochmal etwas komplexer. In der organischen Chemie guckt ihr euch viel mehr die Reaktionsmechanismen an. Ihr macht Aromatenchemie, ihr macht Farbstoffchemie, vielleicht auch dann, je nachdem, guckt ihr euch ein bisschen Molekülorbitale an. Das ergibt manchmal Sinn, sich das anzuschauen, wenn man über Aromaten redet. Ja, warum ist ein Aromat so stabil? Könnte man mal schauen. Ja, also Stichwort sp2-Hybridisierung, hatten wir auch ein Video zu. Und dann, ja, Werkstoffchemie ist jetzt nicht so viel, was da mehr ist, außer dass man sich die radikalische Polymerisation explizit anschauen soll. Wenn man da dann schon durch die OC durch ist, also Reaktionswege in der organischen Chemie, dann ist das ehrlich gesagt nicht mehr ganz so belastend. Ja, okay. Das war's. Das macht ihr im LK mehr als im Grundkurs. Ich hoffe, es war erleuchtend. Ja? Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, dann gucken wir uns mal an, was erwartet euch in den Klausuren. Bis dahin, auf Wiedersehen.